Ja, go, dann go, go. Herzlich willkommen für heute letzten Talk vor dem Social. Also wenn ihr überzieht. Ne? Ich halte mich kurz. Wieder zurück auf der Bühne sind Falk Stern und Maximilian Winheim. Falk ist Full-Stack Infrastructure Engineer, IPv6 Fanboy, wie wir heute Morgen schon gemerkt haben. Hat einen Kubernetes-Cluster im Keller, ist Consultant bei der Profi Engineering Systems AG, ist käuflich mietbar, käuflich mietbar, ja. Also man kann ihn mieten, stundenweise. Stundenweise. Max neben ihm kann man auch mieten. Der ist allerdings Networker, Open Source Hacker, tagsüber Senior Infrastructure Architect an der Uni Paderborn. Nachts Infrastruktur Magier für Freifunk Hochstift, auch Freelancer und als Solution Architect. Und ihn kann man auch mieten. Und ja, jetzt viel Spaß bei Overlay Networks und IP Fabrics. Katsching. Schweres Wort. Genau, schwere Worte sogar. Und schwere Technik, aber total geiler Scheiß, total hip. Wir packen ganz viel Zeug ein, weil wir Netzwerker sind, das haben wir schon immer gemacht. Wir packen Dinge in Dingen ein, das können wir ganz gut. Dann gibt's ein paar Tunneltechnologien, deswegen habe ich auch dieses T-Shirt an, weil wir viele Tunnel graben und dann IP Fabrics, über die man sowas machen kann und warum das im echten Leben vielleicht ganz geil ist. Wer wir sind, wissen wir schon. Wrapping Things into Things ist eigentlich nichts Neues. Das kennen wir in Trivia-Form schon aus dem OSI-Modell, wo wir TCP-Segmente in IP-Pakete in Ethernet-Frames einpacken. War richtig. Alles gut, mach weiter. Nochmal, aber etwas schneller. Später nach dem ersten Whisky. Das ist nicht immer eine gute Idee, führt aber häufig zum Ziel, wenn es Weihnachten ist und ich nicht weiß, was ich bekomme, ist das nicht so schön, aber manchmal klappt es halt. Die zwei Kollegen haben so ein bisschen Streit. Wenn man jetzt zum Beispiel VMware-Cluster betreibt, wer tut das in diesem Raum? VMware ESX? So wenige oder mag der Rest es nicht zugeben? Traut sich keiner zu melden. Bis gestern hätte ich hier gestanden und behauptet, dass man dafür ein Layer 2 braucht zwischen allen Rechenzentren, damit vMotion funktioniert. Das heißt, wenn ich da einen Server habe und die VM, die hier liegt, übers Netzwerk darüber schieben will, inklusive Festplatten, Arbeitsspeicher etc., braucht das ein Layer 2 Netz. Wenn ich das in zwei verschiedenen Rechenzentren habe, zum Beispiel eins in Frankfurt, eins in Gütersloh, Hamburg, weiß ich nicht was, vielleicht auch in Marseille oder New York, brauche ich dazwischen einen Layer 2 Link. Wir haben heute Morgen mal erzählt, dass Layer 2 doof ist und man das nicht über weite Strecken machen möchte. Deswegen hat man üblicherweise dazwischen Layer 3 Links. Das ist ein Problem. Das heißt, ich kann das jetzt entweder einpacken oder Layer 2 daneben legen und noch mehr Probleme haben. Oder es einfach sein lassen. Oder es einfach sein lassen. Das ist aber nicht gut, weil dann ist der Kunde nicht glücklich und ich kriege kein Geld. Das ist doof. Deswegen gibt es DCI, Data Center Interconnects. Genau. Was gibt es so an Tunneltechnologien? Klassisches Ding ist IPsec. Wer benutzt IPsec? Leider höre ich, genau. Das. Wer weiß, wie das funktioniert? Ich habe mich gerade bewusst nicht gemeldet. Ich versuche auch, das zu vermeiden, zu benutzen. Also, IPsec ist ein standardisiertes Krypto-VPN, mit dem ich entweder ein AH-Header, Authentication-Header auf Pakete kleben kann, dass, wenn es ankommt, ich sehe, dass es nicht verändert wurde. Das ist zwar nicht verschlüsselt, aber ich weiß, dass die Integrität passt. Oder ich kann mir einen Tunnel bauen, dann klebt da ein ESP-Header dran. Encapsulated Security Payload heißt das, glaube ich. Damit kann ich dann einen verschlüsselten Tunnel bauen. Das macht zum Beispiel diese schönen SINA-Boxen, mit der unser Land diverse auswärtige Ämter und sonstige Dinge ansteuert. Highly Secure VPN. Und ich bin schon wieder sehr laut und koppel mich zurück. Danke. Genau, da gibt es zwei Geschmacksrichtungen von. Das ist ein eigenes IP-Protokoll, das sind zwei sogar. Das heißt, das ist kein Port, sondern wirklich ein eigenes IP-Protokoll. Das macht Dinge ganz spannend. Also auf einem Level wie TCP, UDP etc. pp. Es gibt auch IP-Tables-Matches dafür, genau. Und wenn irgendwer sagt, sie müssen für IPsec Port 50 freigeben, glaubt ihm nicht. Das war dann die Frage, die er vorgestellt hat.
Das Ding hat Protokolle zum Key-Austausch, derer gleich zwei, nämlich den, wofür steht denn Ike? Internet Key Exchange. Internet Key Exchange, V1 genau. Und V2, V1 will man eigentlich nicht mehr, weil es ein bisschen alt mittlerweile. Man will eigentlich V2 haben, weil ein Ike V1 im, jetzt muss ich mal überlegen, nicht, dass ich Mist erzähle, im Aggressive Mode eventuell einige Tunnelschlüssel im Klartext durchs Netz bläst. Voll gut. Genau. Das ist relativ doof, das durch NAT durchzuschieben. Da gibt es ein paar Tricks, aber die klappen auch nicht immer. Und wir haben heute Morgen gelernt, NATs are gut und wir haben viele Tunneltechnologien. Das heißt, wenn ich irgendwie hinter so einem CDN hänge, dann kann mich das richtig böse beißen. Das tut weh und dann alle wieder sind unglücklich. Das Ding hat zwei Phasen, in denen so ein Tunnel aufgebaut wird. Da ich mich vorhin nicht gemeldet habe, darf er das mal gerade im Detail erklären. Genau, IPsec Phase 1, also das ist jetzt IKE V1, IKE V2 ist ziemlich ähnlich. In Phase 1 handeln die beiden PSS mal aus, wie sie miteinander sprechen möchten, das heißt, welche Encryption-Protokolls sie unterstützen. Es gibt dann teilweise VPNs, die machen Triple Des mit RC4, das sollte man lassen. Trink nicht, wenn ich rede. Entschuldigung. Üblicherweise macht man da sowas wie ein SHA-1-Hashing mit dem AES-256 dann. Während dieser ersten Phase tauschen die beiden anhand eines Pre-Shared-Keys oder eines Zertifikats Schlüssel aus, die sie nachher für die weitere Abhandlung nehmen. Und sie tauschen aus, wer denn miteinander reden darf, sogenannte Security Associations. Das heißt, mein rechtes Subnetz und mein linkes Subnetz. Das muss immer passen, sonst wird das nicht eingepackt. Dann geht's weiter mit Phase 2, ist wieder ein Diffie-Hellman-Key-Exchange. Das heißt, Diffie-Hellman sagt, ich tausche Public-Schlüssel aus und eine Nonce und daraus kann ich auf meinen Private-Key schließen. Das heißt, der Private-Key wird nicht übers Netz geschickt. Eigentlich im Prinzip sehr sicher. Funktioniert eigentlich bis jetzt auch immer. Mir ist es noch nicht auf die Füße gefallen. Und in Phase 2 geht es dann los, dass ich meine Schlüssel periodisch durchrotiere und mit diesen Schlüsseln dann entsprechend die IPsec-Pakete signiere oder verschlüssele, je nachdem, ob ich Authenticated Header oder Encrypted Security Payload mache. Ja, und wie gesagt, nur Traffic, der auf die Security Associations matcht, wird verschlüsselt, nicht, dass ich da irgendwelchen Quatsch durch die Gegend schicke. Das ist schon ein bisschen Magie. Diese Boxen da mit diesen Labels, die da liegen, die können das üblicherweise. Ob man es dann konfiguriert, kriegt ist eine andere Baustelle. Ich mag ja OpenVPN lieber. Kommunistische Frickelnetze, ne? Ja, ach ja, genau, WireGuard, das haben wir hier tatsächlich nicht drauf. Das könnte man gerade mal erzählen. WireGuard ist so der neue Stern am VPN-Himmel. Das ist eine komplett neue Implementation. Dazu gibt es ein schickes White Paper, wie das Protokoll funktioniert. Der Mensch, der das gebaut hat, hat offensichtlich ein bisschen Ahnung davon und hat Probleme gelöst, an die ich nicht mal gedacht hätte. Das wird ein Kernel-Modul, das ist aktuell noch out of tree. Das heißt, das muss ich selber bauen, was ich persönlich ein bisschen lästig finde. Aber es gibt viele Menschen, die das schon getan haben und das Ziel ist, das in Linux reinzukriegen. Das wäre sehr lightweight und hätte einen riesen Vorteil, dass das nämlich analog zu IPsec im Linux-Kernel passiert und nicht die Probleme hat, die OpenVPN hat, weil es ein User-Space-Daemon ist. Also da in OpenWrt ist es drin, aber du musst es trotzdem selber bauen. Das nehmen die OpenWrt-Leutchen halt ab an der Stelle durch die Distribution, aber grundsätzlich ist es nicht im Linux-Kernel drin. Das heißt, wenn ich es auf dem klassischen Linux nutzen möchte, muss ich es selber bauen, wozu ich persönlich bisher zu faul war. Naja, du. So, Billo-Lösung für VPN ist GRE, Generic Routing Encapsulation, was relativ einfach ist. Ich nehme mein IP-Paket, klebe noch einen Aufkleber vorne drauf und schick's raus. In dem Aufkleber, den ich da drauf klebe, steht die IP des Tunnel-Endpunktes drin, also das sind Point-to-Point-Verbindungen. Das heißt, ich schreibe vorne drauf, bitte zu der Kiste schicken, die zieht den Aufkleber runter und hat das normale Paket in der Hand und schickt entsprechend das anhand der normalen IP-Adressen weiter. Komplizierter wird's nicht. Keinerlei Krypto, das IP-Protokoll 47 wird in Backbones manchmal genutzt, um ein paar Overlays zu bauen. Die ganzen Freifunker nutzen das, um zu unserem Backbone-AS sich durchzutunneln. Total geringer Overhead funktioniert im Kernel, kostet quasi nichts, außer ein bisschen Platz in der MTU. Und funktioniert ganz geschickt. Ich habe eigene Tunnel, kann man viele schöne Sachen mitbauen. In Access Level
Layer 2 Tunneling Protokoll. Nochmal zurück. Hier packe ich üblicherweise IP ein. Das gibt's auch in Geschmacksrichtung Gerät-Tab. Da kann ich auch Layer 2 einpacken. Layer 2 Tunneling Protokoll ist bewusst vorgesehen für Layer 2. Da es soll Nachfolger werden oder ist gedacht als Nachfolger zu PPP. Die Älteren kennen vielleicht noch Klasse. Ist nicht als Nachfolger zu PPP gedacht. Ist dafür gedacht, um PPP über IP zu transportieren. Das heißt, dass ich meine, das ist als Billo-VPN zum Beispiel, dass ich meinen L2TP-Tunnel aufmache, diesen mit IPsec absichere und innen drin nochmal eine PPP-Session habe, damit ich eine User Authentication habe und eine IP-Adressvergabe. Das war der originäre Sinn von L2TP. RFC 1925, Cola 6a, it is always possible to add another layer of indirection. Richtig. Das war dann der Punkt mit Einpacken in Einpacken. Genau. L2TP V3 ist noch... Fiber to the home, die machen alle PPP über Glasfaser. Weil sie doof sind. L2TP V3 ist so eine Poor Man's MPLS-Lösung. Das wird unter anderem dafür genutzt, um den Bitstream-Access von DSL zu fremden Konzentratoren zu bringen. Das heißt, den Bitstrom, das Layer-2-Zeug, was da anfällt, zum Fremdanbieter der Telekom üblicherweise. Das Ganze ist UDP-basiert, sehr NAT-freundlich, deswegen wird es auch häufig für IPsec-VPNs benutzt. Zum Beispiel Cisco iOS, nicht Cisco iOS, sondern Apple iOS macht es. Dieses typische IPsec-VPN, was man da auf dem iPhone konfiguriert, ist ein L2TP-VPN mit IPsec drin und PPP drin. Jetzt zu schönen Dingen. Oder wolltest du noch was sagen? Nö, kannst du. Okay, OpenVPN ist eine Open-Source-Implementation, ist ein eigenes Protokoll, ist ein SSL-VPN, ein sogenanntes. Das läuft im User-Space, das hat den Vorteil, ich kann das quasi fast überall starten, das hat den riesen Nachteil, es ist ein Prozess. Das heißt, alle meine Pakete müssen aus dem Kernel in den Prozess rein und da wieder raus und ausgepackt werden etc. pp. Durch diese ganzen Context-Switches zwischen Kernel-Space und User-Space verliere ich unglaublich Performance und gewinne unglaublich Latenz. Dadurch, dass es ein User-Space-Prozess ist, der auch noch single-threaded ist, heißt das, ich habe die Geschwindigkeit eines Cores. Pro VPN-Instanz. Also wenn ich mehrere Instanzen habe, dann können die jeweils einen Core auslasten, aber auf so einer Kiste gehen 40 Mbit durch mit dem OpenVPN, dann fällt dieser eine Core um. Also ist ja voll. Also auf diesen kleinen APU-Boards. Das Ganze kann ich über TCP oder UDP transportieren. UDP ist deutlich cleverer, weil es ein bisschen weniger Overhead ist. Ich kann da drin IPv4 und oder IPv6 transportieren als Layer 3 oder ich kann das als Layer 2 VPN nutzen. Das heißt, ich habe da drin Ethernet, was ich durch die Gegend schubse. Letzteres ist relativ geschickt, wenn ich darüber irgendwelche Routing-Protokolle fahren will, sei es jetzt OSPF, BGP etc. pp. Weil das OpenVPN dann glaubt, dass das ja einfach nur eine Ethernet-Verbindung ist, sprich ein Kabel. Wenn ich das mit Layer 3 benutze, möchte OpenVPN selber Routing-Entscheidungen treffen. Wenn ich dann mit dynamischen Routing-Protokollen komme, klappt das nicht. Also das passt einfach nicht übereinander. Die Authentifikation ist üblicherweise gebaut mit normalen Zertifikaten, sprich X509 SSL-Zertifikaten. Das kann ich zusätzlich noch mit einem Schlüssel versehen oder alternativ mit einem billigen Schlüssel versehen oder ich kann sogar irgendwie Benutzername, Passwort dahinter klöppeln, sei es ein LDAP etc. pp. Damit kann ich ziemlich viel zaubern. Also mich persönlich macht das sehr glücklich. Alles, was ich an VPNs brauche, habe ich damit abgebildet gekriegt. Das nächste ist MPLS oder Multi-Protocol Label Switching. Das gibt's jetzt auch schon eine ganze Weile. Das kommt eher aus dem Service-Provider-Bereich, weil wir wieder den Punkt erreicht haben, dass Router-Speicher teuer ist. Wenn ich jetzt meine komplette Internet-Tabelle nehme mit knapp 800.000 Routen, die alle irgendwo in TCAMs, also in Ternary Content Addressable Memory haben möchte, kostet mich das sehr viel Speicher. Das heißt, ich muss das Prefix haben, muss einen Nextop haben und vielleicht noch ein bisschen andere Sachen daneben dran. Und wenn ich mir mal genau angucke, wie das aussieht, also wie die Felder gefüllt sind, habe ich sehr häufig ähnliche Nextops. Das heißt, ich kann alle Routen zur Telekom zum Beispiel zusammenfassen unter einem Label, was eigentlich nichts ist als ein Aufkleber numerischer. Und
muss mir dann nur noch eine relativ kleine Tabelle an Labels merken, wo ich was hinschicke und muss an einer Stelle mal ein Mapping machen, diese Route mit dem Label. Also wenn ich da hin will zu diesem Netz, klebe ich das Label da drauf und der ganze Rest passiert nur noch anhand von Labels. Dann ist meine Forwarding-Tabelle auf einmal sehr klein. Das ist quasi so ein Zwischenlayer dann zwischen IP und Ethernet. Das heißt, ganz vorne habe ich einen MPLS-Header auf dem Paket dann drauf, da steht ein Label drin. Der nächste Router sieht dieses Label, kann dann genau drei Dinge tun, ist auch ein hochkompliziertes Protokoll. Es kann das Label abzupfen, nennt man POP, sich danach den IP-Header angucken und danach weiter routen. Es kann das Label swappen, also Label runterreißen und ein neues draufkleben. Und kann ein zusätzliches Label dazukleben. Also ich habe einen Label-Stack, das heißt, ich kann mehrere haben. Das werden wir morgen auch nochmal im Detail hören bei Segment-Routing. Hast du dem etwas hinzuzufügen? Ja, damit kann ich mir quasi, also mit MPLS kann ich mir feste Pfade durch mein Netz, also definierte Pfade durchs Netz bauen. Das heißt, ich kann sozusagen als Service-Provider die guten alten Standleitungen emulieren und die einfach über mein gesamtes Netz ziehen. Ich kann alles Mögliche in MPLS einpacken, IPv4, IPv6, Ethernet als VPLS. Ich kann mit dem ganzen Traffic Engineering machen, das heißt, ich kann sagen, für diesen Pfad reservierst du mir bitte x Megabit von vorne bis hinten und dann tut's das üblicherweise auch und ist halt hauptsächlich bei Service Providern im Einsatz, also im Data Center ist das eher weniger Technik. VPLS war noch ein schönes Stichwort. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal den Telekom Backbone denken, der jetzt national, international aufgespannt ist und man sich irgendeine große Firma vorstellt, zum Beispiel Bertelsmann Konzern, Avato, weiß ich nicht was, die an vielen Standorten in Deutschland, in Europa, sonst wo Offices haben und irgendwo Datacenter haben, möchten die dazwischen vielleicht eine IP- oder Ethernet-Verbindung haben. Das heißt, da müssen sie sich entweder Satore Glasfasern kaufen oder sie fragen irgendeinen Provider, der ein MPLS-Netz hat, an, ob sie einen Layer 2 VPN, Layer 3 VPN oder VPLS werden die Stichworte kriegen. Layer 3 VPN heißt, dass der Provider mir eine IP-Verbindung zwischen all diesen Standorten baut mit üblichen Routing-Mechanismen. Layer 2 wäre so ein Tunnel dadurch, ein Ethernet-Tunnel. Und VPLS wäre quasi ein virtueller Switch, der über MPLS abgebildet wird im Provider-Backbone. Das heißt, im Provider-Backbone sieht man nur Pakete mit komischen Labels. Dadurch wird es entsprechend transportiert und zugeordnet und schwappt nicht über in das normale Internet. Das heißt, ich kann dadurch auch so ein Overlay bauen über ein Netzwerk. Deswegen reden wir gerade drüber. New and shiny, VXLAN. Möchtest du? Kann ich machen. VXLAN ist entstanden, als den ganzen Data-Center-Switchen plötzlich die VLANs ausgingen. Ich habe ja das Problem, ich habe in einem klassischen Ethernet habe ich 4096 VLANs minus eine Handvoll, die Switche intern verwenden. Wenn ich jetzt großer Infrastrukturprovider bin und viele Kunden habe, möchte ich meine Kunden natürlich entsprechend separieren. Bei 4000 ist halt Schluss. So, da geht auch nicht mehr, da kann ich mit dem klassischen Ethernet nichts mehr machen. Deswegen sind damals Cisco, Arista, VMware etc. losgegangen und haben sich erst so Sachen wie Trill überlegt oder Data Center Bridging überlegt und kamen dann irgendwann bei VXLAN an. VXLAN ist eigentlich nichts anderes als, ich nehme das Paket, pack das ein in UDP und klebe einen 24-Bit langen VXLAN-Header davor, den sogenannten VNI, den VXLAN Virtual Network Identifier. Das heißt, ich habe plötzlich 24-Bit statt nur 12-Bit VLANs. Plötzlich habe ich 16 Millionen virtuelle Netze und bin halt nicht mehr meine 4000 gebunden. Und kann da drin, weil es ja ein Layer-2-Overlay ist, immer noch VLANs benutzen? Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Just saying. Üblicherweise nimmt man halt dann mehrere VXLANs pro Kunde. Wie gesagt, enkapsuliert Ethernet in UDP, tut irgendwie 40 Byte von der MTU abziehen. Das heißt, üblicherweise macht man seine Pakete ein bisschen größer. So, Empfehlung ist, man sollte mindestens eine MTU von 1600 haben, damit es auch in IPv6 passt. Und es gibt für die Endpunkte, die diese Pakete ein- und auspacken, entsprechende Namen, die nennen sich VTAP, Virtual Tunnel Endpoint. Das kommt gleich noch.
nämlich sich finden. Jetzt. Gibt es zwei Modi zu. Gibt es einmal den Unicast-Mode, wo ich die ganzen VTAPs statisch konfiguriere. Das heißt, ich sage, okay, für VNI 27, der da links, der da rechts, ihr unterhaltet euch jetzt damit und schickt die ganzen Sachen hin und her. Das sind quasi Point-to-Point-Links. Damit kann ich zum Beispiel ein Datacenter Interconnect bauen. Na, das heißt, ich brauche WLAN 42 plötzlich in beiden Datacentern. Okay, schnappe ich mir zwei VTAPs, bridge das Ding einmal rüber, fertig, ist ja Lack. Quasi ein in UDP eingepacktes Netzwerkkabel. Genau. Dann gibt's den Multicast-Mode. Das ist relativ interessant, wenn ich irgendeine Virtualisierungstechnik verwende. Kann ich auch super unter Linux machen. Wo ich einfach sage, pass mal auf, dieser VNI ist Multicast-Gruppe 239004. Und alles, was Broadcast, Unknown, Unicast oder Multicast ist, sogenannter Bump-Traffic, wird an diese Multicast-Gruppe geforwardet und die Betriebssysteme lernen halt entsprechend danach. Das heißt, wenn Sie diese MAC-Adresse sehen, wissen Sie, okay, MAC-Adresse 0xff kommt von Host 1, Host 2 oder Host 3. Das lernen Sie entsprechend. Und damit bauen die halt entsprechende Bridging-Tabelle auf und können MAC-Adressen zurück wieder zuordnen, was so ein klassischer Switch halt tun würde. Dafür brauche ich aber unten drunter irgendwas, was Multicast-Routing-fähig ist. Und das ist nochmal so ein bisschen Komplexität für sich alleine. Ein bisschen mehr. Kann man machen, geht eigentlich ganz gut. Dann gibt's die dritte Möglichkeit, Controller-based. Ich habe einen externen Controller, der mir meine ganzen VTAPs in die Geräte reinprogrammiert. So ein bisschen das, was Controller-based Wireless macht. Das heißt, die Geräte kennen automatisch und wissen schon, welche MAC-Adressen wo liegen, wohin sie ihre Tunnel aufbauen müssen, müssen halt Bump-Traffic nicht mehr durch die Gegend flooden. Das heißt, ich brauche dieses ganze Multicast-Zinnober darunter nicht mehr. Hab das dann halt, dass zum Beispiel Broad- oder Multicast-Traffic von meinem Headend, also dem Knoten, der es produziert, repliziert wird in Unicast-Traffic. Das passiert auch häufig genug. Gibt's kommerziell zu kaufen, nennt sich bei Cisco ACI Fabric oder APIC. VMware OS X macht das, der benutzt da unten drunter OVSDB für, also die Open Virtual Switch Database. VMware NSX. Ne? Oder es gibt von Cumulus den VX Flooding Daemon, der auch auf Linux läuft, den ich aber da noch nicht ausprobiert habe. Der kümmert sich um die ganze Head-End Replication und um die ganze Nachbarschaftsbeziehung. Und ich kann da auch irgendwelche BGP-Szenarios basteln. Ich kann halt auch natürlich klar die ganzen MAC-Adressen über Layer über BGP durch die Gegend schieben und muss mich dann halt auch nicht mehr kümmern. Aber das kommt nachher noch hinter den IP-Fabrics. Tada! So, erstmal Fragen zu den Overlays. Da ist eine. Warum war das L2TP UDP-freundlich? Hier Dings. NAT-freundlich? NAT-freundlich. Warum es NAT-freundlich war? Genau, NAT-freundlich, ja. Weil es in UDP-Pakete gepackt war. IPsec selber ist ja ein eigenes IP-Protokoll. Und mit L2TP packe ich IPsec in UDP. Und NAT für UDP ist ein gelöstes Problem. Keine Fragen? Okay, machen wir weiter mit den interessanten Sachen. IP Fabrics. Hat jemand schon mal dieses Bild gesehen? Wenige. Okay, das heißt, ich muss erklären, was eine Cloth Fabric ist. Bitte. Du musst es trotzdem noch mal erklären. Okay. Ja. Das, was wir da sehen, ist eine sogenannte Cloth Fabric. Die wurde von Herrn Charles Cloth im Jahr 1952 formalisiert. Und zwar ist das eine Alternative, um ein Telefonnetzwerk zu verbinden. Ich kann mir für ein Telefonnetzwerk einen großen Switch bauen, der 27.000 Verbindungen hat. Der wird aber riesig und unwartbar. Ich kann aber auch viele kleine Switche nehmen, die entsprechende Verbindungen haben, die man dann durchschalten kann. Hebdrehwähler, genau. Hebdrehwähler sind eine Cloth-Fabric. Das war halt die Idee dahinter, dass ich nicht mehr ein großes System habe, wo ich dann stecken muss oder ähnliches, sondern Wege habe, die ich schalten kann.
Und ich kann halt durch so eine dreistufige Fabric entsprechend so viele Wege vermitteln, wie ich vorne als Eingang habe. Das heißt, ich habe hinten eine Verschaltung von jedem zu jedem. Also jeder Crossbar-Switch vorne ist mit jedem in der Mitte verschaltet und so weiter. Und kann damit definierte Wege durch mein Netzwerk und kann 1:1 Telefongespräche schalten. Das heißt, über das, über was wir hier reden mit IP Fabrics, das ist nicht neu. So, warum IP Fabrics? Was ist falsch mit Layer 2? So vieles. Wenn ich Spanning Tree habe, habe ich grundsätzlich irgendwo geblockte Pfade in meinem Netzwerk. Na, alles, wo ich Redundanzen aufbaue, die sind erstmal aus und ich habe die halbe Kapazität. Das kann ich so ein bisschen umgehen, indem ich Multi-Chassis Link Aggregation mache oder MLAG. Damit habe ich dann plötzlich keine geblockten Pfade mehr, habe aber nur zwei Upstream-Geräte üblicherweise. Die müssen auch vom gleichen Hersteller sein, die gleiche Software-Version haben. Es wird interessant, wenn ich Updates mache, etc. Ist also auch nicht so dolle. Skaliert halt, also Layer 2 skaliert halt im modernen Datacenter einfach nicht. Gerade wenn ich viele Switche habe und viele Upstreams habe, auch mit schnellen Upstream-Interfaces, 100-Gig-Interfaces sind schlicht und ergreifend teuer. Davon möchte ich nicht eins geblockt haben. Das ist kommerziell sinnlos. Gerade wenn ich für so ein Interface irgendwie einen 4- bis 5-stelligen Betrag hinlege. Also hat man sich gedacht, da gab's doch mal was mit diesen komischen Fabrics. Das holen wir uns nochmal wieder nach vorne. Üblicherweise ist das eine sogenannte Leaf-Spine-Fabric, wo ich oben mein Rückgrat habe. Das sind meistens schnelle Switche. Und ich habe unten meine Leaf-Switche, an die meine Endgeräte angeschlossen sind. So, ich habe durch den Aufbau eine sehr vorhersagbare Latenz durch dieses Netzwerk, weil ich immer 3 Hops habe. Egal welchen Weg ich gehe, ich habe immer 3 Hops. Genauso kann ich meine Bandbreite durch dieses Netzwerk sehr gut vorhersagen, weil wenn ich nach oben so viel Bandbreite habe, wie ich unten raus habe, habe ich kein Blocking zwischendrin, habe eine 1:1 Verbindung, habe keine Oversubscription und gar nichts. Vorteile ist, wenn ich das mit IP mache. Wir haben von dem BGP-Talk gehört, ich kann Equal Post Multipath machen. Super Beispiel. Na, jeder Switch hat irgendwie 2 Wege nach oben, kann ich beide benutzen. Bei Spanning Tree wäre das Ganze geblockt. Und damit habe ich eigentlich ein perfektes Underlay, um, sag mal, da drüber allen möglichen Schweinkram zu machen. Bist du schon auf BGP vor? Ich dachte, ich sollte das. Ein Problem habe ich ja noch. Wenn mir meine Bandbreite von links nach rechts, die bisektionale Bandbreite, nicht reicht, weil ich oben bei den Spines erstmal schmal gestartet bin und noch nicht eins, sondern irgendwo noch eine Überbuchung drin habe, kann ich einfach einen Spine-Switch im laufenden Betrieb dazustecken und habe eine Vervielfachung der Bandbreite. So, wenn ich das Ganze mit einem klassischen MLAG-Konstrukt machen würde, müsste ich dann wieder gucken, okay, wo muss ich denn meine Trunks hinlegen, wo muss ich meine Channel hinlegen? Und das Ganze wird komplex ohne Ende, weil irgendwann Spanning Tree wieder zuschlägt und mir doch den Port blockt, den ich eigentlich frei haben wollte. Jetzt. Was hilft, ist BGP. BGP hat uns schon immer mehrere Pfade zwischen verschiedenen Eisen gegeben. Deswegen nutzt man bei IP Fabrics üblicherweise, sag mal, pro Rack ein eigenes AS, weil dann habe ich nach oben weg mehrere Pfade zu anderen AS, nämlich immer jeweils über die Spine-Switche, die ich auch im selben AS lassen kann. Ich kann darüber alle möglichen Routen transportieren. Multiprotokoll BGP bietet mir IPv4-Adressen, IPv6-Adressen, MAC-Adressen, keine Ahnung, Apple Talk IPX wird wahrscheinlich auch noch gehen. Zwar deswegen auch eBGP, weil ich mit iBGP, wie wir vorhin gelernt haben, ein Full Mesh Head bauen müsste oder irgendwo Routreflektors einbauen müsste. Und damit kann ich nicht mehr so schnell wachsen, nicht so gut skalieren. Und hätte deutliche Schmerzen, wenn ich davon ein Gerät aus dem Betrieb nehmen müsste, also Leaf 1 zum Beispiel, wenn ich den mal drainen möchte, wie man das so sagt, sprich, dass da kein Traffic mehr drüber läuft, ist das mit iBGP auch deutlich komplizierter zu realisieren. Genau, da kann ich dann einfach einen No-Export draufwerfen auf die eine Kiste, dann
verschwinden die Routen. Keiner weiß mehr, dass es über ihn da irgendwo hingeht. Kann ich den rausnehmen, ersetzen, wieder hochfahren, Routen wieder anknipsen, fertig. Genauso kann ich das oben mit dem Spine Layer machen. Ja, dann habe ich für einen Moment weniger Bandbreite, das ist richtig. Aber ich habe keinen Impact. So, das ist so der übliche Packet-Flow durch so eine IP-Fabric. Das heißt, wenn ich von rechts komme und nach links will, kann das über Leaf 2, Spine 2 und Leaf 4 runtergehen. Und der Rückweg kann über Leaf 3, Spine 1 und Leaf 1 zurückgehen. Das ist mir total egal, Hauptsache die Pakete kommen an. Das nächste Paket kann tatsächlich noch ganz anders laufen. Das kann dann vom Host rüber auf Leaf 3, Spine 1, Leaf 2 und zum Host zurückgehen. Oder über Spine 2 oder irgendwas. Üblicherweise, also das kommt auf die Chips an, die in den Switchen sind. Aktuelle ASICs sind mittlerweile flow-oriented. Das heißt, man kann auch Anycast oder sowas damit machen. Beziehungsweise, also, ja, nicht Anycast, aber ich habe halt immer meine Flows gehen eigentlich immer über einen Weg. Deswegen, also die Bandbreite, die für einen Flow rüber ist, einmal. Genau, ist einmal bisectional. Entschuldigung. Also geht um die Bandbreite, die für einen Flow verfügbar ist. Die orientiert sich halt immer nur an einer Verbindung durch die Fabric, weil die Chips flowbasiert switchen. Sag mal, Falk, warum ist denn zwischen Spine 1 und Spine 2 kein Link? Das würde man doch erwarten als Netzwerker. Nee, aber den brauche ich doch gar nicht. Aber warum nicht? Weil Spine 1 und Spine 2 ja nichts miteinander zu tun haben. Genau. Und darüber würde man auch, selbst wenn der mal genutzt werden wollte, warum auch immer, würde man auch nicht mehr die Eigenschaften erhalten, die er gerade vorgestellt hat. Das heißt, ich hätte keine garantierten Pfade mehr oder keine garantiert gleich langen Pfade mehr. Genau, weil ich hätte nämlich plötzlich nicht mehr 3 Hops, sondern ich könnte auch 4 Hops durch die Fabric haben, nämlich oben zwischen den Spine switchen. Und dann habe ich keine garantierte Latency mehr und das ist doof. Und ich muss wieder Kabel stecken, die ich gar nicht brauche. Genau, dieses Konstrukt, das war die Frage, nennt man tatsächlich Fabric. Genau. Also, sprich, primär das Konstrukt aus den Spine und Leaf Switchen nennt man IP-Fabric, genau. Also IP-Fabric, weil ich route dazwischen. Es gibt auch die, wie heißt das bei Juniper, Q-Fabric, das ist sowas ähnliches mit Layer 2. Ja, also die Q-Fabric macht unten drunter auch nichts anderes. So, ne? Also Cisco ACI oder Q-Fabric machen unten drunter auch eine Layer 3-Fabric und schieben dann entweder MPLS oder VXLAN drüber. Naive Frage. Du hast ja vorhin gesagt, dass man eine Verbindung zwischen, wenn man 2.1 und 2.2 machen müsste, wenn man das machen wollte. Warum kann man nicht einfach über Leaf 2 zum Beispiel gehen? Da hätte ich ja eine Verbindung, so wie ich das sehe. Also ich bin halt vielleicht an der Stelle Noob. Aber das wäre auch für mich ein optischer Weg. Nochmal jetzt. Wenn ich jetzt den Fall haben würde, dass ich von Spine 1 auf Spine 2 kommen wollte, warum kann ich dann nicht einfach den Weg zum Beispiel von Spine 1 auf Leaf 2 gehen und von Leaf 2 dann auf Spine 2? Den würdest du tatsächlich gehen. Nach der reinen Lehre schließt du an die Spines ja auch keine Endgeräte an. Na, das heißt, den Weg hast du üblicherweise auch nicht. Deswegen steckt man zwischen den beiden auch keinen Link. Also wenn da irgendwo zum Beispiel das Internet noch dran stecken möchte, würde man das auch an Leafs dran stecken, klassischerweise. Da ist noch eine Frage? Oder nicht? Okay, sah nur so aus. Gut, jetzt haben wir gerade schon ein bisschen vorgegriffen. Wenn wir das nämlich jetzt zusammenkleben, was der gute Mann gerade schon angerissen hat, dann können wir uns eine IP-Fabric nehmen. Die haben wir gerade gesehen. Ist gar nicht so kompliziert zu bauen. Ist auch gerade irgendwie da shit. Machen viele Leute sehr gerne. Und darüber lege ich mir ein VXLAN. Das heißt, darüber ziehe ich mir jetzt eine Schicht mit Layer 2. Und mit den VXLANs kann ich 24-Bit VXLANs da drauflegen. Das sind eine ganze Menge. Das sind 8 Millionen. 16 Millionen. Das ist die Wahrheit. Kann das mit MPLS machen oder VXLAN. Das ist eigentlich wurscht. Und muss mir nur überlegen, wie ich diese VXLANs dann verteile. Controller-based, Multicast oder zu Fuß gebaut, was, glaube ich, keiner tut. Oder ob ich die VXLANs auf dem Host starte oder auf dem Switch. So, ne, wenn ich eine Virtualisierungslösung darunter habe, zum Beispiel wenn ich anfange mit Linux zu virtualisieren oder einen OpenStack nehme, kann ich das VXLAN auf dem Host anfangen. Das heißt, meine Fabric muss davon gar nichts wissen, außer dass sie große Pakete transportieren muss.
Oder ich mache mir die Mühe und fange das Ganze auf den Switches an. Dann sieht das für den Host aus wie normales VLAN. Ich transportiere das innen drin aber dann ein bisschen anders. Was aber wieder heißt, dass ich auf einem Switch maximal 4000 Kunden anschließen kann, was üblicherweise wahrscheinlich kein Problem ist. Aber ich muss mir halt überlegen, dieses VXLAN, dieses VNI, diese VXLAN-Instanz muss ich mit dem VLAN verheiraten auf dem Host. Das wird alles wieder kompliziert. Das muss ich mir merken. Das muss ich irgendwo aufschreiben und konfigurieren. Deswegen ist auf dem Host deutlich einfacher. Genau. Genau, dazu gibt es noch eVPN. Das war das, was wir vorhin angerissen hatten. Das ist jetzt ein Standard, wie ich in BGP, was ja eigentlich IPs transportiert oder Routen transportiert, MAC-Adressen transportiere im BGP-Protokoll. Da wird die Multiprotokoll-Extension genutzt und ich schreibe da einfach rein, diese MAC-Adresse findest du bei dem Gerät. Das wird zum Beispiel benutzt, um Controller-based VXLAN zu bauen. Das skaliert natürlich auch wie Hulle. Wir haben schon gehört, BGP stört es nicht, wenn da 700.000 Einträge drin sind. Für ein paar MAC-Adressen wird es reichen. Und vor allen Dingen das Gute ist, ich kann dann diesen Pfad mit der MAC-Adresse, kann ich meinen VNI dran kleben als Pfadattribut und ich weiß sofort, in welchen VNI ich die Sache einpacken muss und wo ich mein VXLAN-Paket hinschicken muss, weil das ist nämlich der Next-Hop. Genau. Um mal zu zeigen, wie einfach das ist, fummeln wir jetzt gerade mal was zusammen. Keine Rückkopplung, wundervoll. An dieser kleinen grauen Box da unten hängt ja der Switch dran mit den zwei Access Points hier für den Raum. Da ist intern eine Bridge drin, das heißt, ich werde jetzt einen VXLAN-Tunnel fummeln zwischen der grauen Box durch die große Box über den dahin und werde hier an dem mittleren Interface, wo mein Laptop dranhängt, quasi in dem chaotischen Netz sein. Das heißt, gestrichelte Teil ist der Tunnel, der nicht direkt zwischen den beiden Kisten gespannt ist, physisch, sondern nur logisch. Das heißt, ich gehe einmal über drei Hops dazwischen und werde darüber mal eine Layer-2-Verbindung zaubern. Hast du auch an die MTU gedacht? Die mache ich kleiner. Okay. Das möchten wir mal live tun. Das heißt, ich möchte den Display spiegeln, damit ihr das auch seht. Chanuk? Soweit, so gut. Und irgendwo ist das Cluster SSH, was da noch rumläuft. Natürlich vorhin schon mal ausprobiert, bin ja faul. Und Weichei. Das heißt, ich lege mir ein neues Interface an. Kann man das lesen oder muss das noch größer? Der Kameramann sagt, das muss noch größer. Geht aber nicht. Nicht in der Kombination mit Cluster SSH. Also, ich erkläre es mal von vorne. Ich lege mir einen neuen Link an, den nenne ich VX-Chaos. Das ist jetzt eine Nomenklatur, die ich mir ausgedacht habe. Alles, was ich mit VXLAN mache, prefixe ich mit VX. Da ich nur 15 Zeichen für das Interface habe, relativ kurz gefasst. Gebe dem Ding eine ID. Das wäre hier jetzt zum Beispiel eine ganz zufällig gewählte. Gebe dem jeweils an lokal, was ich für eine IP habe. Das ist die Loopback-Adresse des jeweiligen Gerätes. Muss es nicht sein, kann es aber. Gebe dem an, was das Gegenüber ist. Man wird sich wundern, dass die jeweils gedreht sind. Und gebe dem noch an, welchen Port er benutzen soll, damit es nicht mault. Klammer auf, wenn ich das da nicht angebe, nimmt er einen, der in dem vorherigen Standard war, mault mich aber an, dass sich das geändert hat. Deswegen schreibe ich das da einfach hin, damit er nicht mault. Buff. Jetzt habe ich ein neues Interface. Das heißt, hier sehen wir jetzt ein neues Interface, was eine lustig gewürfelte MAC-Adresse hat. Die sind jetzt down. Das ist doof. Also IP-Link-Set-VX-Chaos ab. Jetzt ist das nicht mehr down. Jetzt habe ich hier oben auf dem Core-Router schon eine Bridge angelegt. Da ist dieses Interface schon drin, weil ich faul bin. Und hier unten habe ich eine Bridge, wo das WLAN drin ist. Das heißt, die muss ich da mal gerade reinstecken. Also IP-Link-Set VX-Chaos Master. Das muss in die Bridge-Chaos und das muss in die Bridge 240. Was tue ich hier gerade, wenn wir uns an heute Morgen erinnern? Ich setze ein Master-Interface. Das haben wir noch gar nicht gezeigt. Ich setze ein Master-Interface, das heißt, ich stecke das VX-Chaos als Interface in die Bridge. Also einmal hier haben wir eine Bridge. Und da oben haben wir BR-Chaos, das heißt, ich stöpsel quasi ein virtuelles Netzwerkkabel in einen virtuellen Switch. Puff. Eine virtuelle Bridge ist ja ein virtueller Switch. Diskutieren wir nachher aus. So. Nein, dafür brauche ich keinen Baseballschläger für die Unterhaltung.
Und jetzt nehmen wir uns mal ganz frech, weil ich keine Lust habe auf DHCP, gerade eine IP-Adresse, wenn ich dann richtig tippen kann, aus dem Netz. ETH0. Die ist da drauf, das ist auch oben und jetzt pingen wir einfach mal den Router. Und weil da TTL64 steht, wissen wir, dass das lokal angeschlossen ist. Das heißt, diese Ping-Pakete werden jetzt von meinem Laptop per Kabel an Core-Router D transportiert. Der drückt die in den VXLAN-Tunnel, routet die über Core-Router E, Border-Router zum Distribution, die werden da ausgepackt und dann kommen sie da an. Darüber könnte ich jetzt auch ins Internet gehen. Das heißt, wir legen jetzt mal eine Route zu diesem zufällig gewählten System über den Tunnel. Und das gucken wir uns jetzt mal an, wie das denn läuft. Hey. Das heißt, die ganzen Hops, die unterhalb des Tunnels passieren, sehe ich hier nicht, weil es ja eine Layer-2-Abstraktion ist. Das heißt, für meinen Laptop sieht das so aus, als ob der erste Hop, den dieses Paket prozessiert, der da oben ist, was eine vorgegebene Reverse-Auflösung ist für die erste IP aus dem Netz, was die kleine graue Box da hinten ist. Das heißt, der ganze Tunnel ist für mich einfach nur ein Netzwerkkabel. Dass das gerade schon vorher drei Hops passiert hat, sehe ich da nicht. Das könnte eine IP-Fabric sein. Ist transparent. Und ist relativ easy zu bauen. Nein, weil du hast ja keine Routing-Hops dazwischen. So, ne, du würdest ja höchstens, jeder Routing-Hop würde die TTL dekrementieren und so werden die Pakete einfach durchgeschoben. Magic. Also, du meinst die RTT. Ja, in großen Netzen siehst du das an der RTT ein bisschen, aber so viel macht es auch nicht. Hm? Ja, dann mache ich. Die Frage war nach, ob wir da auch Spanning Tree drüber machen. Nein, machen wir nicht. Macht an der Stelle aber auch keinen Sinn, weil ein Endgerät an diesem Tunnel angeschlossen ist aktuell. Wenn ich da jetzt noch einen Switch hinten dran hänge, dann wäre das eine andere Diskussion. Aber die will ich echt nicht führen. Aber wir haben gesehen, wir legen zwei Tunnel an, setzen das Ding als ab, stecken die Geräte in eine Bridge und sind fertig. Das kann man natürlich jetzt noch ein bisschen eleganter konfigurieren, wenn man irgendwie IfUpDown 2 oder sowas installiert auf seinem Debian oder ähnlichem. Dann sieht das viel schöner aus, aber basically ist es der Command. Mehr muss man nicht verstanden haben dafür. Und das geht relativ flott, funktioniert super. Das Einzige, was man sich überlegen muss, ist die MTU. Wobei ich sogar glaube, das gucken wir jetzt gerade mal nach, dass Linux schlau genug ist. Ja, Linux defaultet auf einer MTU von 1450 auf den VXLAN-Interfaces. Genau. Aber wenn du dann mit deinen 1500 Bytes da angaloppiert kommst, fliegt es dir trotzdem um die Ohren. Wenn ich es da reinroute, ja. Okay, so viel zum getunnelten Chaos. Was gibt's sonst noch? Vorhin schon angesprochen war Cisco ACI. Da kann man sehr viel Geld für ähnliche Lösungen ausgeben, was unterm Strich nichts anderes ist als VXLAN-Overlay über eine IP-Fabric mit BGP-Controller. Dafür hat man dann, gut, das ist jetzt alles Cisco Nexus, das heißt, das ist nicht Greenbox, sondern Silverbox. Brownbox? Nee, das sind die 6800er, die Champagnerfarbenen. Andere Softwarelösung ist VMware NSX mit ganz, ganz viel Softwaremagie und einer VXLAN Data Plane. Das gibt's auch noch als NSXT mit einer NVGAE Data Plane, was sie total versemmelt haben. Weil es dafür zum Beispiel keinen Hardware-Support gibt. Bei einem normalen NSX kann ich mir das ganze Zeug auch noch mit einem Hardware-VTAP, also einem normalen Switch, in meine VLANs bridgen. NSXT geht halt nur mit Software. Ansonsten so Apache, CloudStack und OpenNebula unterstützen auch VXLAN. Das heißt, ich kann mir schon mal ein virtuelles VXLAN-Overlay über meine Virtualisierungslösung bauen. So, das sind Virtualisierer, die mit KVM virtualisieren und dann halt auch entsprechend virtuelle Netze unterstützen.
Das ist ganz praktisch, weil da muss man irgendwie für ein neues virtuelles Netz nicht mehr losgehen. Sagen, ich brauche noch mal hier einen VLAN und da einen VLAN und das geht alles nicht. Sondern man kann das einfach anknipsen und es geht. Was man daran tatsächlich auch sieht, finde ich das sehr spannend in den letzten Jahren, ist eine Entwicklung zu mehr Softwarewagen. Das heißt, man hat mehr Linux-Kisten, die irgendwelche Router spielen oder hat Linux-Kisten, die VXLAN-Endpoints etc. machen oder hat mehr Netzwerk in Software generell. Das heißt, das VMware NSX zum Beispiel wäre ja Teil des ESX-Servers, also des Hypervisors selbst, das ist da irgendwie reingepopelt und der nimmt mir diese ganze Abstraktion weg. Das heißt aber, das läuft in Software auf meinem Virtualisierungshost. Und ist eigentlich auch nur ein ganzer Sack voll Linux-Kisten. Genau. Plus, was es ja auch noch gibt, ist dann, was da jetzt nicht dabei steht, wäre zum Beispiel Cumulus Networks. Mhm. Die fummeln ja auch relativ viel. Die, das ist eine amerikanische Bude, die haben auch schon sehr viele Dinge in den Linux-Kernel reingepatcht. Die Idee an zum Beispiel einem Cumulus Linux, was basically ein Debian on Steroids ist, ist, da ist ein FRR drin, das war der Free Range Routing, sprich ein gehackter Quagga. Da ist das EVPN drin, das vorhin angesprochen, das haben die da reingehackt, unter anderem mit bezahlten Mitarbeitern und upstream gepusht. Da ist drin ifupdown 2, was ein Rewrite ist von Debian ifupdown, dem klassischen in Python, was auch sehr schick ist, kann man auch schön patchen. Die reden auch gerne mit einem, wenn man da Pull Requests hinschickt. Und irgendwas haben sie noch gezaubert, was ich erklären wollte. Achso, ich habe also einen Linux auf meinem Switch laufen. Da kann ich per SSH drauf, da kann ich per Ansible, Solstack, Puppet, Ding, Sachen und sonst was drauf rumkonfigurieren. Eigentlich ist egal, wie die Routen da drauf kommen. Die Routen, die in diesem Linux landen, werden in Hardware gepusht. Das heißt, es gibt ein Stück Binary Blob, was man natürlich nicht Open Source kriegt, leider. Was die Kernel-Routing-Tabelle und die Kernel-Bridge-Tabelle, Interface-Tabelle etc. pp. In Hardware gießt. Oben drüber kann ich also machen, was ich will. Ich kann mir da OSPF, ISIS, EBGP, IBGP etc. pp. Drauflaufen lassen auf diesem ganz normalen Linux, auf diesem Switch. Und das, was da an Routen ankommt, macht der in Hardware nachher. Ich habe also meine komplette Freiheit und die Geschwindigkeit eines Hardware-Forwarding-Devices. Das nennt man Open Networking mittlerweile. Da sind fast alle drauf angesprungen, weil sie ihr Market Share nicht verlieren wollen. Aber Cumulus waren, glaube ich, so mit die ersten und die sind auch mit am open-sourcigsten unterwegs. Ja, und funktionieren auch gefühlt am besten. Also es ist so, es gab ja lange Zeit diesen SDN-Hype, so auf dem Golfplatz, der eine CEO zu meinen, oh, wir machen jetzt SDN. Oh, das müssen wir auch machen, was ist das? Und dann stand man da plötzlich vor einem großen Scherbenhaufen und wollte irgendwelchen Kram implementieren. Und mittlerweile gibt es tatsächlich sehr viel Software-Defined Networking, wie zum Beispiel ein VMware ESX, wie ein Cumulus, wo ich mir VXLAN-Overlays bauen kann, wo ich teilweise meine Firewall einfach in den Pfad reinschleifen kann und solche Sachen. Also es wird allmählich mit diesem SDN, das ist mittlerweile nicht mehr nur Golfplatz-Marketing. Genau, dann kann ich nämlich auf einmal auch Virtual Network Function oder Network Function Virtualization mit Network Function Chaining kombinieren und habe mein wunderbar orchestriertes SDN. Bingo. Fragen. So, Fragen. Gib Florian mal mein Mikrofon. Hallo. Gibt es denn eine Switch-Hardware, also so richtig viele Ports und so, die irgendein Linux fressen, was man so konfigurieren kann? Welche? Ja, so ziemlich alles, was auf dem Cumulus läuft. Irgendwas Präferiertes, wo man nicht lang suchen muss? Mellanox. Mellanox hat sehr günstige Hardware mit sehr dicken Ports, also halbe Breite mit 6400 Gig Ports oder so. 1600 Gig Ports. 1600 Gig Ports, also das kriegt man auch für relativ wenig Dollars. Ich weiß nicht, wie die das tun, aber sie tun's. Laut Menschen, die das nutzen, funktioniert das auch erstaunlich gut. Mhm. Damit könnte ich mir zum Beispiel eine IP Fabric zusammenbauen. Dell hat eine Open Networking Schiene, die sind damit Gesundheit, die haben damit nachgezogen. Cumulus. Lenovo Edge Networks, also Cumulus selber hat eine lange HCL, wo drin steht, welche Hersteller sie wie unterstützen, mit welchem Release. Genau, ich glaube, mittlerweile haben die auch eigenes Blech gebaut. Ja, davon sind sie wieder. Hatten, okay. Sonst noch Fragen? Die wollen alle zum Social. Genau. Es scheint ja auch wieder trocken zu sein. Ja, sorry, das habe ich vielleicht ein bisschen verpasst. Wie hat jetzt das VPN-Ding mit dem IP-Fabric so zusammengespielt? Also weil ja auch gerade eben verschlüsselte und nicht verschlüsselte VPNs sozusagen drin waren. Genau, wenn das vielleicht nochmal zusammengefasst werden könnte. Also das erste waren halt so ein bisschen Overlay-Technologien. So, das fängt halt bei
normalen GRE-Tunnel an, geht über IPsec, OpenVPN und so weiter, mündet dann irgendwann in VXLAN. Und die IP-Fabrics sind eigentlich nur ein Transportweg, um das Ganze auch im Datacenter schnell hinzukriegen. So. Also das NSX ist ja auch nur ein Open-V-Switch, weil der Erfinder ist ja von denen aufgekauft worden. Nisira. Genau. Was ich da spannend finde, ist, da gab es so eine Drehung von, wie heißt dieses blöde Protokoll nochmal, das Instrumentierungsprotokoll, OpenFlow, wo er selber gesagt hat, das war eine scheiß Idee, wir müssen das doch wieder anders machen. Also OpenFlow ist ja auch schon wieder weg zum Thema Software-Defined Networking eigentlich. Ja, also die Probleme, die man mit OpenFlow lösen wollte, macht man ja mittlerweile mit EVPN und dicken Ports. Genau. Was mir bei dem Fabric da aufgefallen ist, als Layer 3 Fabric, die Switches machen ja dann nur noch Point-to-Point, richtig? Richtig. Okay, alles klar. Da frage ich mich, weil ja alle in Richtung, keiner will mehr Custom Silicon bauen, also Mellanox macht das, aber müsste man nicht eigentlich dann langsam auch da wieder preiswertere Silicons sehen, weil man ja gar kein Layer 2 Flooding mehr spielt und nix? Naja, der Unterschied zwischen Layer 2 Flooding und Layer 3 Routing ist so groß nicht. Na, also ich brauche ja trotzdem meine Lookup-Tabelle, was ich auf welchem Port irgendwo rausschmeißen muss. Und das Silicon selber ist irgendwie billig, weil ich habe neben einer Mellanox habe ich eine Broadcom, die Silicon baut. Oder vielleicht noch eine Cisco und eine Juniper teilweise, die aber die hohen Preise aufrufen müssen, weil sie halt irgendwie eigene Chips gießen. So, das Broadcom-Zeug ist mittlerweile günstig und im Massenmarkt verfügbar. Da gucke ich mir eine EdgeCore-Networks an, da gucke ich mir an, was Dell mit dem Open Network OS macht. Das ist alles Broadcom Tomahawk 2 oder ähnliches. Da habe ich ja dann das Problem, dass wenn ich einen Kloss haben möchte, dann sind die Tomahawks natürlich nicht in der Lage, die Ports auch tatsächlich alle anzusteuern. Da muss ich halt, ich glaube, ein Viertel oder die Hälfte aufgeben, irgendwas in der Größe. Genau, da muss man dann halt tatsächlich. Und dann ist der Portpreis wieder weggelaufen. Aber das sind dann halt die Probleme, die man in der echten Welt hat, dass das Silicon meistens das nicht das hergibt, was man eigentlich will. Na, ansonsten machst du ja mittlerweile, der neue Stern ist ja P4. P was? P4. P4. Warum haben wir Aaron nicht eingeladen? Schade. Also wo du Next halt in deinem Stück Routing- oder Switch-Hardware programmierbare CPUs mit lokalem Speicher hast, die jetzt auch parallelisiert funktionieren und nicht mehr nur gedaisy-chained, und die kannst du halt programmieren. Und musst nicht mehr mit einem OpenFlow-Controller reden für jeden Mist. Ja, sehr schön. Weitere Fragen? Dann würde ich sagen, stehen wir nicht weiter zwischen euch und dem Bier. Bitte beim Rausgehen einen von diesen vier Knöpfen drücken, also den blauen. Präferiert den blauen.